In 80 Minuten um die Welt reisen derzeit die Comedy-Hirten mit ihrem neuen Programm. Im Casanova Vienna gab es eine erste Kostprobe. Natürlich durften auch die bekannten Fußballer-Parodien nicht fehlen. Pass auf, Alaba, was heißt Querpass auf Französisch? Das ist doch einfach, das heißt Croissant. Vielleicht geben wir auch hin und wieder einen Grund, dass wir gekackelt werden, aber ich glaube einfach, dass der Fußballsport in Österreich ganz ein wichtiges Thema ist. Ob man jetzt erfolgreich ist oder weniger erfolgreich ist, momentan ist ja die Nationalmannschaft sehr erfolgreich, da kann man dann natürlich über solche Pointen leichter lachen. Ja, ich sag mal so, früher war ich einmal ein Pharao. Ich grüße alle Fraster, da ist er, hier wäre Broaska. Dieses bisschen mehr in der Parodie verändert den Charakter zum Plus. Wenn es zu viel ist, wird es ein bisschen Minus. Aber hier ist es wirklich eine richtige Unterhaltung. Frau Merkel, es gibt wirklich dringende Probleme. Wie schaut das eigentlich aus mit der Flüchtlingssache? Werner Faymann war ja bei Ihnen. Ich habe seit meinem Amtsantritt mich immer darum bemüht, dass wir das gut nachbarschaftliche Verhältnis zwischen der Bundesrepublik Deutschland und euch kleinen Scheißern positiv gestalten. Die Leute sagen immer, wenn es ein bisschen unruhige Zeiten gibt, die Welt steht auf keinen Fall mehr lang, aber das hat dann Estra schon gesungen, das haben die Leute schon vor 400 Jahren gesagt, die Welt wird noch sehr lange stehen. Und Humor, glaube ich, ist immer das beste Mittel und war es auch schon immer, damit man in der Welt zurechtkommt.